Hi, ich bin Safé und ihr seht und hört heute meine ganz persönlichen Hits bei Viva Spezial. Und dann kommen wir schon zum ersten. Das ist von den Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Und ja, ich finde es einfach ein geiler Song, auf dem man gut abtanzen kann bei irgendeiner gechillten Party oder so. Ist einfach ein cooler Clip. Ich habe gerade die Fantastischen Vier gesehen mit Einfach Sein und ja, Fantastischen Vier, was soll ich dazu sagen? Geile Band, geile Musik und ich liebe sie einfach. Und weiter geht's jetzt mit Evanescence und Call Me When You're Sober. Das ist für mich eine ganz spezielle Lieblingsband, weil die Frau einfach der absolute Hammer ist und das alles so harmoniert und gut zusammenspielt mit der Band und mit der Frontfrau. Es ist einfach ein Traum. So cool. Jetzt Beyoncé und Jay-Z mit Crazy in Love. Das ist einfach ein Traumpaar für mich und beide von Sänger und Sängerinnen sind einfach sehr, sehr speziell und haben halt etwas ganz Außergewöhnliches und deswegen gefallen sie mir halt alle beide und sie sind dazu auch noch ein Paar und es läuft anscheinend sehr gut. Ja, und jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir in die Werbung und danach geht es weiter mit meinen ganz persönlichen Hits. Hi, ich bin's wieder, La Fee, hier bei Viva Spezial, bei meinen Lieblingshits. Und jetzt geht's weiter mit Justin Timberlake und Cry Me a River. Ja, ich meine, was soll ich zu dem Mann sagen? Guckt euch das Video an und ihr wisst, was ich meine. Okay, das war jetzt Gwen Stefani mit 4 in the Morning. Und ja, ich meine, Gwen Stefani ist immer komplett durchgestylt. Sie hat ihren eigenen Stil entwickelt, den ganz, ganz viele Leute nachmachen. Und ja, die Frau ist einfach ein Individuum und ich mag sie sehr, ich mag sie sehr, ich mag ihre Musik sehr und ihren Stil sehr. Und weiter geht es jetzt mit Rihanna und Umbrella. Das war gerade Rihanna mit Umbrella. Umbrella ist mein ganz persönlicher Hit, weil ich den Song, glaube ich, 20.000 Mal hoch und runter gehört habe während meines Videodrehs und ich am Ende irgendwie den auswendig vorwärts, rückwärts singen konnte, ich weiß auch nicht mehr, und immer meinen komischen Quatsch dazu gemacht habe und deswegen habe ich da so eine persönliche Bindung zu. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir wieder in die Werbung gehen, aber nach der kurzen Werbung geht's weiter hier bei Viva Spezial mit La Fees Lieblingshits. Hi, ich bin's wieder, La Fee, hier bei Viva Spezial mit meinen Lieblingshits. Und jetzt geht's weiter mit Fergie, Big Girls Don't Cry. Ich meine, Fergie hat einen netten Hintern, sieht gut aus und kann gut tanzen. Viel Spaß! Das war gerade unsere Christina Aguilera, so wie sie kennen, Dirty. Und ich meine, geiler Videoclip, sie hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit mit diesem Clip erregt. Und mir kann kein Junge erzählen, der diesen Clip gesehen hat, dass unsere Frau Aguilera nicht gut tanzen kann, nicht gut singen kann, nicht sexy sein kann. Also, süßes Häschen, ne? Wie auch immer, geht's jetzt weiter mit Xavier Naidoo und Was wir alleine nicht schaffen. Er ist mein Lieblingssänger, weil ich immer schon davon geträumt habe, irgendwann mal mit ihm ein Duett zu singen. Und er singt einfach mit so viel Gefühl. Ich meine, Leute, da kommen Gefühle in mir hoch, wenn ich ihn singen höre. Das ist einfach wunderschön. Gerade Xavier Naidoo mit Was wir alleine nicht schaffen. Und jetzt geht's erstmal wieder kurz in die Pause. Und gleich sehen wir uns wieder bei Viva Spezial und La Fees Lieblingshits mit mir selber, La Fee und Virus. Hi, ich bin's, La Fee, hier bei Viva Spezial und meinen Lieblingshits. Und jetzt kommt ein Song von einem Mädchen, die heißt La Fee, ist 16 Jahre alt und ihr Hit war Virus. Das war der erste übrigens. Und wenn ich da kurz was zu erzählen darf zu dem Mädchen. Ich habe das Mädchen vor kurzem mal kennengelernt, das ist absolut, ich weiß nicht, also ich komme mit dem Mädchen überhaupt nicht klar. Es ist mir überhaupt nicht sympathisch. Ich meine, sie liebt ihre Fans über alles. Ich meine, die sind ja auch alle süß. Aber das Mädchen, ich weiß nicht, ich denke mir immer, Mädchen, mach das doch mal vernünftig, was du da machst. Und sei doch nicht immer so frech, sei doch mal lieb. Ich meine, bei Virus, wenn ihr das Video gleich seht, werdet ihr bemerken, anfangs ist sie noch lieb, aber dann fällt sie auf einmal wieder in das alte Bild zurück und wird wieder ganz böse. Aber naja, komm, lassen wir La Fee sein und Virus, Virus sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei La Fee und Virus und ich habe mich total gefreut, heute hier mit euch meine Lieblingshits
anzuhören und zu sehen. Und ja, ganz viele Küsschen. Du bist alles und noch mehr. Ich vertraue dir so sehr. Du bist meine beste Freundin. War der Weg auch manchmal schwer. Wir sind füreinander da. Erzähl uns alles, ist doch klar. Und wenn du fix und fertig warst, war ich dir immer nah. Und du liegst in der Deck, du kleine Stückchen Dreck. Du Schlampe bist so link, das bis doch alles stinkt. Und du fragst auch nur dumm, ob ich sauer bin, warum, was soll sein. Ich hau dir eine rein. Ich wünsch dir einen Ruf. Ich wünsch dir fünf Winkel.